So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr seht schon, das Berliner Luftgläschen zum Probieren, denn auf die dicken Bierkrug zum Runterschütten, denn wir haben Eistee gefunden, wieder mal, wie so oft. Drei besondere Sorten, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, schon mal gesehen. Wir halten es kurz rein und lesen euch vor, was das ist. Das ist Eistee in der Dose von der Firma Messmer. Messmer kennt man sicherlich. Ja, wir haben so viele Packungen im Schrank, Kartons von der Firma Messmer. Messmer ist eine Teemarke. Eine richtig heftige Teemarke. Die haben jetzt Cold Tea rausgebracht. Kalten Tee, kalorienarm, in besonderen Geschmacksrichtungen, aber Sparkling, das heißt mit Kohlensäure, mit aufgebrühtem Schwarztee, mit Zitronengeschmack, mit Kohlensäure, Cold Tea Sparkling, schwarzer Tee, Zitrone. Das zweite wäre dann Orange Ingwer und das letzte wäre Johannisbeere Minze. Die wollen wir jetzt alle dreimal testen. Wir schmeißen die hier rüber, fangen mit der Zitrone an. Dann kippen wir alles zusammen und gucken mal, ob das schmeckt. Das schallert auf jeden Fall gut. Kohlensäurehaltiges Schwarzteegetränk, aromatisiert. Zitronengeschmack. Fehlt ja nicht das Wort mit? Mit? Nö, nee, einfach nur so, wie es ist. Wir kippen jetzt mal hier rein. Kommt frisch aus dem Kühlschrank, müsste also sehr kühl sein und sehr erfrischend und sehr prickelnd gleichzeitig. Zeigen euch jetzt das mal, dass ihr die Farbe auch seht. Es schäumt ein bisschen. Es riecht süß, angenehm süß, aber du merkst auch so eine richtige Teenote, die dir entgegenkommt. Und jetzt schmeckt es wie eine alte gammliche Apfelsine, die in der Ecke lag, aber kann man trinken. Klingt komisch, aber kann man trinken, weil durch die Kohlensäure, die ist nicht so aufdringlich, ist auch nicht so extrem schaumig. Es wirkt irgendwie prickelnd, erfrischend, aber nicht zu süß, auch nicht zu bitter oder zu herb, gar nichts. Also es ist irgendwie angenehm zu trinken und als Erfrischungsgetränk aus der Dose vor allem bei der Temperatur wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist sicherlich diese Schwarzteenote, die das alles noch ein bisschen so, also nach unten zieht, wie das bei den anderen aussieht. Denn hier steht nichts von Schwarztee. Jetzt weiß ich nicht. Ach hier, Kräutertee. Kräuterteegetränk. Schwarzteegetränk versus Kräuterteegetränk mit Orange Ingwer. Ingwer müsste ja heißen, dass der vielleicht sogar ein bisschen scharf ist. Ein bisschen spicy Note dabei. Kräutertee mit Ingwer Orange. Das sind also wirklich interessante Sorten. Wir riechen mal wieder dran. Du riechst extrem den Ingwer raus. Also der Ingwer steigt dir direkt in die Nase, hat so einen komischen Ingwergeruch, wie Ingwer halt riecht. Ihr kennt alle Ingwer, oder? Aber das gleiche wie beim ersten. Du hast ein leichtes Prickeln auf der Zunge. Du merkst die Kohlensäure nicht zu sehr. Es schäumt nicht so extrem. Orangennote, ich glaube die Orange an sich habe ich jetzt gar nicht so rausgeschmeckt. Die Ingwernote war sehr präsent, aber auch nicht zu viel. Es war auf jeden Fall erfrischend. Es war lecker, es fühlt sich gut an. Es ist kalorienarm. Das ist das Wichtigste. Also auch Cold Tea Sparkling Orange Ingwer. Kannst du trinken, kann ich empfehlen. Und wir haben noch einen mit aufgebrühtem Kräutertee, steht auch wieder hier dabei, okay. Jetzt aber hinten steht Pfefferminz. Da müssen wir ja wieder mal gucken. Kräutertee, Kräutertee. Schwarztee, Schwarztee. Kräutertee, Pfefferminz. Jetzt ist Kräuter ja eigentlich ein Oberbegriff, weil Pfefferminz ist ja auch ein Kraut. Müsste auch ein Kräuterli sein. Johannisbeerminze. Minze im Pfefferminztee noch mit Minze rein. Ist das jetzt Minze, weil es Pfefferminztee ist? Oder ist das jetzt Minze, weil die da extra noch eine Minzsorte rein haben, wie beim Ingwer? Wir füllen es mal wieder ein. Das hat jetzt hier eine leicht rötliche Note. Bei Orange haben wir gar nicht geguckt. Das ist Johannisbeer. Das siehst du schon. Oh, das,
Das geht richtig in die Nase, der Johannisbeergeruch, mega präsent. Ich hoffe, das schmeckt nicht so extrem und ist jetzt einfach wieder sanft im Geschmack. Ich brauche was Sanftes, ja. Gut, der letzte, du merkst ein bisschen die Pfefferminznote raus. Die Johannisbeer ist erstmal da, aber direkt wieder weg und dann schmeckt es irgendwie wässrig, aber auch irgendwie uninteressant. Ich weiß nicht. Johannisbeerminze finde ich nicht so gut. Bräuchte ich nicht nochmal, da gefallen mir die anderen zwei auf jeden Fall besser. Aber ist auf jeden Fall interessant, das mal zu trinken. Würde ich euch empfehlen. Trinkt's mal, sagt selbst eure eigene Meinung dazu. Wir schmeißen das jetzt alles hier rein. Es ist mega windig die ganze Zeit. Ich hoffe, das stört nicht so auf der Kamera. Der gelbe Sack neben mir fliegt die ganze Zeit rum und raschelt. Wir füllen das jetzt hier so ein. Das müssten 2/3 sein. Dann kommt noch das dazu. Wir haben jetzt eine super geniale Färbung. Wie ich sehe auf der Kamera, sieht die leider auch nicht so aus. Hier ist es so ein richtig kräftiges Orange, was sich plötzlich jetzt abdunkelt. Da kommt jetzt die Johannisbeere dazu. Jetzt sieht es aus wie ein kräftiges Bier, ist es aber nicht. Wir müssen gegen den Schaum ankämpfen und gucken, dass wir den Rest auch noch reinfüllen. Ein bisschen von jedem geht noch. Wir brauchen immer ein Glas, dass das immer die gleiche Masse ist, die da reingeschüttet wird. Eigentlich müsste ich die komplette Johannisbeere da reinkippen, dass sie weg ist und man sie nicht solo trinken muss. Aber nee, wir wollen ja gerecht bleiben. Das heißt, hier noch ein Schluck von der Zitrone, hier noch ein Schluck von der Orange. Und den Rest hier nochmal Johannisbeere hinterher. So. So sieht das, glaube ich, gut aus. Auf die dicken. Eben auf die dicken Bierkrug, einmal alle 3 Sorten. Wenn der Wind so weitergeht, fliegt mir der ganze Schaum ins Gesicht. Wir hauen das jetzt weg, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Eigentlich ist es viel zu kalt, um so kalten Tee zu trinken. Aber heißen Tee, da fliegt mir das Glas wieder um die Ohren. Ihr wisst Bescheid, peace out, vorhaut, euer Ramses. Schaube ist noch da, ein bisschen, der Rest passt perfekt. Ciao.